Ich heiße Isabelle, Isabelle Maras. Ich bin Französin. Ich komme aus Saint-Étienne in dem Departement Loire in Frankreich. Und ich bin nach Saarland und nach Saarbrücken wegen eines Jobs, wegen einer Arbeitsstelle gekommen. Obwohl Isabelle nun schon seit 3 Jahren an der Deutsch-Französischen Hochschule in Saarbrücken arbeitet, beginnt sie erst jetzt zu verstehen, wie besonders das Saarland unter den alten und neuen Bundesländern ist. Eine echte Entdeckung. Das ist eine Entdeckungsreise von mir selber. Ich dachte, das liegt nicht unbedingt direkt an dem Saarland, aber das ist doch damit verbunden. Vielleicht, weil sich auch die Saarländer in ihrer wechselvollen Geschichte immer wieder fragen mussten, wer sie eigentlich sind. Isabelle bekommt in Saarbrücken nur selten Besuch. Ihre Freundin Cécile lebt in Berlin. Dort schreibt die Pariserin Bücher und Artikel über Deutschland für alle großen französischen Zeitungen. Im Saarland war sie noch nie. Unbekanntes Land. Wie übrigens auch für viele Deutsche. Das zeigte sich bei der Wiedervereinigung. Nicht der von 1990, der von 1957, als sich das Saarland damals schon zum zweiten Mal mit Deutschland vereinigte und zu diesem Anlass eigens ein Film im Fernsehen gezeigt wurde, der dieses unbekannte Land den Bundesdeutschen vorstellen sollte. Die Hauptstadt Saarbrücken ist die prozentual autoreichste der Bundesrepublik, vorwiegend französische Marken. Die Menschen an der Saar sprechen Deutsch, Moselfränkisch im Norden und Rheinfränkisch im Süden. Sie sind der Landschaft verbunden. Selbst für Professor Heuss, seit dem 1. Januar 1957 Staatsoberhaupt auch des Saarlandes, gibt es noch immer die von französischen Zöllnern bewachte Grenze. Stadttheater. Ja, genau. Stadttheater rechts, sehr wichtig. Und Stadttheater, er hat schon wirklich eine Geschichte. Also ganz viele französische Prominente damals, also in den 50er, 60er, sind gekommen in dieser Übergangsphase im Saarland. Und waren wahrscheinlich überrascht, dass es so eine Tradition vom Staatstheater gibt. Und da rechts, das ist hier die Mainzer Straße. Und da, das ist eine der schönsten Straßen, finde ich. Hast du viele Geschäfte, rechts oder links. Und auch viele Künstler haben ihre Atelier. Manchmal braucht es den Blick von außen, um sich selbst besser zu verstehen. Das gilt ganz sicher für das Saarland. Nach der sogenannten kleinen Wiedervereinigung 1957, die damals weltweit Beachtung fand, verschwand das Saarland aus der öffentlichen Wahrnehmung und tauchte erst wieder auf mit der Wiedervereinigung 1990. Der Saarländer Roland Rixecker saß damals mit am Verhandlungstisch über die Verträge zur deutschen Einheit. Das ist das größte Ereignis, was ich überhaupt seit Jahrhunderten hier. Ja. Mit dem 3. Oktober wird heute der Tag gefeiert, an dem der sogenannte Einigungsvertrag in Kraft trat. Jener historische Moment, als auch das Saarland mit seinem Namen Einzug in das deutsche Grundgesetz gehalten hat. 33 Jahre nach seinem Beitritt zu Deutschland. Und damals gab es ja eine ganz unterschiedliche Auffassung darüber, wie die Vereinigung stattfinden sollte. Die eher sozialdemokratische Seite wollte eine neue Verfassung und eine Volksabstimmung haben. Das Saarland, damals unter Ministerpräsident Lafontaine, hat diese Linie verfolgt, aber sich nicht durchgesetzt. Wahrscheinlich war es so, dass die konservativ-liberale Seite gefürchtet hat, dass das Zeitfenster für die Herstellung der deutschen Einheit relativ schmal war. Das mache ich jetzt nur wegen der Idee. Oskar Lafontaine war 1990 auch Kanzlerkandidat der SPD. Als einer von wenigen warnte er damals vor einer überstürzten Wiedervereinigung, weil er eben als Saarländer Erfahrung mit Wiedervereinigung hat. Das hat mit einer Geschichte zu tun, die lange unterdrückt wurde. Und mit einem Foto, das erst nach heftigen Kontroversen hier in der Staatskanzlei, Sitz des Ministerpräsidenten, aufgehängt wurde. Da wurde ich auch mal aufgehängt, aber es sind natürlich auch viele andere aufgehängt worden. Und hier kann man eben dann auch so ein bisschen die Geschichte des Saarlandes an den einzelnen Personen festmachen. Ja. Ja, und ja, das sieht man, dass ich etwas jünger war und ganz am Anfang sehen Sie eben Johannes Hoffmann.
der eine ganze Zeit lang fehlte und dann später eben hier dann doch ergänzt wurde. Ja. Also warum es Ihnen wichtig ist, dass Herr Hoffmann hier ist? Ja, weil das eine Versöhnung mit der Sahnschen Geschichte ist. Es war eben so, dass im Zuge dieser Abstimmung viele gegeneinander standen hier an der Saar und insbesondere die Christdemokraten, die dann die Ministerpräsidenten stellten, waren gespalten und diese Christdemokraten waren mehr oder weniger gegen die Christdemokraten, die in seiner Partei waren. Und deswegen hat man seine Verdienste lange Zeit nicht anerkennen wollen. Aber dann im Laufe der Zeit hat man erkannt, dass dieser Mann ja nicht nur böse war, sondern auch sehr gute Ideen hatte, vor allen Dingen die europäische Integration, dem Frieden sich verpflichtet fühlte. Er hat ja eben auch gegen die Nationalsozialisten gekämpft. Und diese Lebensleistung, ein überzeugter Europäer zu sein, die musste man dann doch irgendwann anerkennen. Und insofern ist das eine Versöhnung des Saarlandes mit der eigenen Geschichte. Der erste saarländische Ministerpräsident nach dem Krieg, Johannes Hoffmann. Hochdekorierter Soldat im Ersten Weltkrieg, Widerstandskämpfer, tiefgläubiger Katholik und durch Saarländer. Zurück aus seinem Exil in Brasilien, wohin ihn die Flucht vor den Nazis getrieben hatte, fand Johannes Hoffmann 1945 ein zerbombtes Saarbrücken vor. In Paris gab es Pläne, das Land an der Saar Frankreich anzuschließen. Aber der französische Staatschef General Charles de Gaulle erkannte schnell, dass Frankreich nicht die Macht dazu hatte. Also überließ er es seinem Gouverneur an der Saar, Gilbert Grandval, einen anderen Weg zu finden. Grandval wollte das Saarland zu einer Brücke zwischen Deutschland und Frankreich machen, zu einem eigenständigen Staat, zu einem Europaland. Gilbert Grandval und Johannes Hoffmann, zwei Widerstandskämpfer, die gemeinsam von einem Saarstaat als Mittelpunkt eines vereinten Europas träumten. Und dieser Saarstaat gab sich eine Verfassung, die das auch zum Ausdruck brachte. Die Verfassung des Saarlandes ist ja nicht nur durch diese Eingliederung in den Wirtschaftsraum Frankreichs geprägt. Saarland wurde ausdrücklich als autonomes Gebiet bestätigt, sondern in dieser heute bedauerlicherweise vollständig entfallenen Verfassung ist ja viel mehr gesagt. Das sehen die Menschen heute nicht mehr. Es ist dort gesagt, wir wollen das System der Versklavung und Entwürdigung von Menschen nie mehr haben. Wir wollen ein Land gründen auf der Basis von Menschenrechten, von Freiheit. Das Saarland soll sich Recht und Moral verpflichten. Und was ich ganz spannend finde, auch wenn man diese Präambel liest, es steht lange vor dem Grundgesetz, wir verstehen uns als Brücke zur Völkerverständigung. Wie macht man einen Staat? Für Grandval und Hoffmann war das klar. Mit Kulturpolitik. Die Gründung einer Universität, eine Musikhochschule, eine Theaterszene, die die besten Künstler aus Frankreich verpflichtete und auch die Prominenz aus Deutschland anlockte. Marika Röck, Hans Albers. Sie alle glaubten, dass in diesem Saarstaat etwas Neues begonnen hatte. Mit der Werkkunstschule, die heutige Hochschule der bildenden Künste, sollten die Saarländer völlig neue Perspektiven kennenlernen. Auch der Alltag war geprägt von dieser Politik unter französischem Einfluss. Mode aus Paris, Esskultur, Kindergeld schon ab dem ersten Kind, Mindestlohn, Rente mit 60. Mit dem Franc als Währung und deshalb heute noch die Frankenzeit genannt. Ein Gebäude symbolisiert all das besonders gut. Die heute leerstehende, viel zu große, ehemalige französische Botschaft an der Saar, geplant für die Europahauptstadt Saarbrücken. Ja, wir hatten hier die Prachtfassade und jetzt der dazugehörige gewaltige Raum, der nun auch vom Inneren her für vielfältige Prachtrepräsentationen der französischen Staatsmacht den Rahmen abgibt. Eine Frage fällt mir ein. Also sind sich die Saarländer davon bewusst, von dieser Geschichte, von diesem Gebäude generell?
insgesamt, dass das eine Botschaft war, ja. Aber wie spannend das ist, ich werde das später noch ein bisschen verdeutlichen, ich glaube, nein. Aber das ist, wenn ich das als Nicht-Saarländer sagen darf, typisch saarländisch, denn die Saarländer wissen nicht, wie spannend und wie wichtig sie sind. Ja. Hier ist ein weiteres Beispiel in dieser Hinsicht. Das ist jetzt nicht dieses Gebäude, sondern das Sendegebäude des Privatsenders Europe 1. Und das war eine völlig einzigartige Sache. Sehr lange, noch viele Jahrzehnte, waren Privatsender in Frankreich verboten. Und mit diesem Sender hat das Saarland damals auch Rundfunkgeschichte geschrieben. Mit dem ersten privaten Radio, das in ganz Europa zu empfangen war. Europe 1. Europa war das Ziel. So hat Johannes Hoffmann später auch seine Memoiren betitelt. Erst meine Generation war eher bereit, das etwas objektiver zu beurteilen. Und insofern gehöre ich zu denen, die auf der einen Seite sehr Verständnis für diejenigen gehabt haben, die also ein paar Jahre nach dem Krieg wieder dafür geworben haben, dass dieser ein deutsches Bundesland wird. Auf der anderen Seite habe ich aber auch große Sympathie und sehr viel Verständnis für diejenigen gehabt, die als Gegner des Nationalsozialismus versucht haben, hier eine Art Luxemburg aufzubauen, um das einmal zu sagen. Und es bestanden ja durchaus auch sehr gute Entwicklungschancen, weil ja der Plan war, Schumann hatte das vorgeschlagen, dass Saarland der Sitz der Montanbehörden werden sollte. Und das wäre ja für das Land eine Möglichkeit gewesen. Dazu ist es aber nie gekommen. Aber immerhin, aus der französischen Botschaft wurde dann für viele Jahre der Sitz des saarländischen Kultusministeriums. Auch eine Art Botschaft für ein Gebäude, das im Geist des Widerstandskämpfers gegen die Nazis Gilbert Grandval gebaut wurde. Was hat das für einen Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus? Ganz eng. Zunächst einmal waren hier politisch, künstlerisch viele Menschen beteiligt, die im französischen Widerstand gekämpft haben, zum Teil in Spitzenpositionen wie Grandval, war der Führer der Widerstandsbewegung in Ostfrankreich, einer der engsten Vertrauten des Generals de Gaulle. Unter den Künstlern, unter den Architekten, Lamprouvé und so weiter, waren viele Widerstandsleute. Dahinter steht das Konzept der französischen Kulturpolitik nach dem Krieg, ein Teil der Gesamtpolitik in Deutschland wieder zu helfen, eine Demokratie wieder aufzubauen. Und Kultur war dafür ein zentrales Mittel. In diesem Fall hier die Integration von Architektur, von großer Wirkung, von Kunsthandwerk, von Künstlern. Im Oktober 1954 schien es, dass Johannes Hoffmann sein Ziel erreicht hatte. Frankreich und Deutschland unterzeichneten das sogenannte Saarstatut. Darin war geregelt, dass ein eigenständiger Saarstaat der Westeuropäischen Union unterstellt wird, worüber die Saarländer aber abstimmen sollten. Eine ziemlich komplizierte und auch etwas vage Konstruktion, die sofort heftigste Auseinandersetzungen zwischen Ja- und Nein-Sagern im Saarland auslösen sollte. Ich glaube nicht, dass das Wort saarländisch vor dem Ersten Weltkrieg irgendjemand ernst genommen hat. Aber ganz sicher, ab dem Zeitpunkt, als wir unter Johannes Hoffmann als Ministerpräsident dann vor der Frage standen, was ist denn unsere Identität? Wo gehören wir hin? Wie geht das weiter? Und dass das eben nicht nur von einzelnen Politikern entschieden worden ist, sondern dass das eine demokratische Debatte in der ganzen Bevölkerung war. Das finde ich großartig. Und als ich in der CDU anfing, als junger Mann, da lebten noch all die Aktivisten, die damals die Flugblätter illegal aus Rheinland-Pfalz gebracht hatten, die sie dann verteilt hatten gegen Adenauer, gegen Johannes Hoffmann, gegen das Saarstatut. Und es lebten noch die Polizisten, die damals den Auftrag hatten, genau diesen illegalen Aktivisten das Handwerk zu legen. Es hat übrigens lange gedauert, bis wir uns versöhnt haben. 1980 oder 82, als wir ein Jubiläum gefeiert haben, da gab es in den CDU-Gremien noch heftige Konflikte. Ob man auch die ehren soll, die erst einige Jahre später von der
Christlichen Volkspartei von Johannes Hoffmann, dann in die CDU gekommen sind. Der Tag der Abstimmung. Immerhin 33% der Saarländer werden dem Europastatut zustimmen. Das ist deshalb so erstaunlich, weil sich 1955 schon abzuzeichnen begann, dass der Weg zu einem geeinten Europa noch lang sein wird. Und mit der Ablehnung des Saarstatuts schien dieser Weg erst einmal verbaut. Aber in dem Augenblick, wo wir uns entschieden hatten im Referendum von 1955, dass wir das nicht wollten und Frankreich es akzeptiert hatte und dann unsere Zugehörigkeit zu Deutschland nicht mehr zur Disposition stand, dann sind die Schleusen, haben sich geöffnet und dann war dem europäischen Gedanken kein Hindernis mehr in den Weg zu stellen. Ab diesem Zeitpunkt waren wir Europäer. Ab diesem Zeitpunkt haben wir dafür gearbeitet, die Grenzen zu überwinden und einzureißen. Und heute, glaube ich, kann man sagen, dass diese kleine Wiedervereinigung auch wirklich erfolgreich vollendet ist. Helmut Kohl, der Vater der deutschen Einheit. Was kaum jemand weiß, als junger Mann schmuggelte er Flugblätter gegen das Saarstatut in den Saarstaat. So hat auch für ihn die große Wiedervereinigung eine Vergangenheit in der Kleinen des Saarlandes. Erinnerst du dich, es gab ja diese kontroverse Reise von François Mitterrand im Dezember 1989, was sehr kritisch beäugt wurde in der Regierung von Kohl. Und ich habe immer wieder auch durch Gespräche mit Ostdeutschen gemerkt, dass sie sehr viel von Frankreich wussten oder in der Art, wie sie so manchmal Leben und Arbeit und Kinder vereinbaren, fühle ich mich manchmal näher mit ostdeutschen Frauen als mit westdeutschen Frauen. Doch. Ja, also für mich, das ist also eine Tatsache sogar. Ein ostdeutsches Familienbild, das Parallelen zu Frankreich aufweist? Manchmal offenbaren Wiedervereinigungen Überraschendes. So ging es auch den Saarländern 1957. Statt blühender Landschaften erst einmal sinkende Löhne. Rente jetzt mit 65. Geringere Leistungen aus den Sozialversicherungen. Neue Zollgrenzen und mit der harten D-Mark eine Währung, die der inländischen Wirtschaft zu schaffen machte. Die geplanten Gesetze stehen im krassen Gegensatz zu den Versprechungen, die den arbeitenden Menschen des Saarlandes vor Jahren, als es um die Schicksalsfrage des Landes ging, gemacht worden sind. Aber weil man um die Schwierigkeit wusste, die der Umbau eines Wirtschaftssystems immer mit sich bringt, wurde damals eine 3-jährige Übergangsfrist vereinbart. Diese Zeit war natürlich prägend für mich. Ich habe das damals zwar nicht verstanden als junger Mensch, aber später habe ich dann verstanden, dass das sehr sinnvoll war. Und das habe ich dann, als ich Kanzlerkandidat der SPD war 1990, aufgegriffen und gesagt, wir können nicht jetzt die DDR-Währung, das war der Franc, vereinfacht gesprochen, wir können nicht hingehen, wir führen jetzt einfach die harte Währung, die D-Mark, in die DDR ein, das ehemalige Gebiet der DDR ein. Dann hätte man denselben Fehler gemacht, wenn man hier sofort die D-Mark im Saarland eingeführt hätte. Und die Folgen waren dann so, wie zu erwarten war, dass eben die DDR-Wirtschaft mit einer starken Währung aber nicht zurechtkam. Aber dann in den anderen Bereichen, zum Beispiel im Zollbereich oder diese anderen Anpassungen, gab es auch diese Pufferraum. Also Ihrer Meinung nach, war es auch nötig dann für die zweite, also große Vereinigung oder nicht? Bei der deutschen Wiedervereinigung haben sich die Fragen genauso gestellt. Und es war dann so, dass durch die zu schnelle Einführung der starken Währung, also der D-Mark, in das Gebiet des Ostens, diese Wirtschaft nicht mehr konkurrenzfähig war. Das ist ein wirtschaftliches Gesetz, wie es in der Physik Gesetze gibt. Wenn ich hier einen Stein habe, fällt er. Nach seiner Wiedervereinigung 1957 ist das Saarland tiefe deutsche Provinz geworden. Die kurze Blütezeit unter französischem Einfluss war beendet. Das Saarland war nicht mehr wichtig. Dann die Kohlekrise, die Stahlkrise und Europa fand woanders statt. Es schien, als sei das Saarland jetzt völlig untergetaucht. Naja, es ist nicht ganz verschwunden, aber es ist erstmal im Alltag untergetaucht. Man hatte sich mit den
Alltagsproblemen zu arrangieren. Zunächst einmal wurde es übrigens mit der Ankunft der D-Mark für viele weniger einfach, weil die Löhne sanken und die Kosten stiegen. Dann kam aber das Wirtschaftswunder zu Pass. So, und da gab es auch gar keine großen Ambitionen, auf Bundesebene eine Rolle zu spielen. Das hat sich eigentlich erst geändert mit Franz Josef Röder. Franz Josef Röder, CDU, von 1959 bis 1979 Ministerpräsident des Saarlandes. Neinsager beim Saarstatut, aber über sich hinausgewachsen, als er mit seiner Stimme im Bundesrat entscheidend zur Verabschiedung der Ostverträge von Willy Brandt beigetragen hatte. Und damit die Bühne bereitete für den bis dahin berühmtesten Saarländer Erich Honecker. Sein Besuch 1987 in der alten Heimat war ein großes Ereignis im Saarland, damals. Die Wiedervereinigung war noch in weiter Ferne und manch einer war einfach nur stolz. Das ging einigen dann doch zu weit. Unter ihnen ein damals noch sehr junger Peter Altmaier. Erich kommt, wir kommen auch. Wir wollen damit deutlich machen, dass gerade wir junge Leute aufgefordert sind, unseren Einsatz für Menschenrechte deutlich zu machen. Ja, ja, so ist es, so geht es uns allen. Die waren auch mal jung. Als Erich Honecker kam, da gab es sehr gemischte Gefühle. Auf der einen Seite waren einige auch durchaus stolz auf ihn. Er hat ja auch saarländischen Wein bezogen für seine Staatsempfänge. Er war der bis dato prominenteste Saarländer. Auf der anderen Seite war er aber doch auch das Staatsoberhaupt eines undemokratischen Landes. Ein Land, das eine Mauer gebaut hatte. Und die Geschichte endete denn auch, wie sie enden musste. Will man Geschichten verstehen, muss man auf ihren Anfang schauen. Und der ist für das Saarland nun wirklich ein besonderer. Der Erste Weltkrieg ist zu Ende. Versailler Verträge, Völkerbund. Und zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt wird ein Gebiet, das Saargebiet, zu einem supranationalen Staatswesen gemacht. Also unter einer internationalen Verwaltung, die hier im heutigen saarländischen Verfassungsgerichtshof ihren Sitz hatte. Und das Spannende an diesem Gebäude, an diesen Räumen ist, dass die Geschichte des Saarlandes als Staat gewissermaßen hier begann vor 100 Jahren, als die Regierungskommission des Völkerbundes von hier aus das Saarland zu regieren begann. Ein Saarland hatte es bis zu jener Zeit nicht gegeben. Das Land an der Saar war immer zersplittert. Erst unter internationaler Verwaltung in der Völkerbundszeit von 1920 bis 1935 ist bei den Saarländern das Gefühl entstanden, in einem eigenen Land zu leben, dem Saarland. So sehr das natürlich zugleich auch eine Fremdbestimmung war, so sehr muss man sich daran erinnern, das Saarland ist 1920 und in den folgenden Jahren regiert worden, eben von einem Dänen, einem Finnen, von Briten, von Kanadiern, von Franzosen, zwar unter Beteiligung auch von Saarländern, aber der Beginn der saarländischen Geschichte als Staat war auch in diesem Sinne gewissermaßen ein supranationaler Beginn. Die Völkerbundszeit endete mit der ersten Volksabstimmung und dem Anschluss an das Deutsche Reich. Dann der Saarstaat, wieder eine Volksabstimmung, die kleine Wiedervereinigung. Und 1990 die große. Kein Bundesland hat eine solche Geschichte. Aus diesen vielen disruptiven Ereignissen ist dann, der Chemiker würde sagen, ein Amalgam entstanden. Ist eine Mischung entstanden, wo wir am Ende gelernt haben, aus all diesen Teilidentitäten das Beste herauszulösen und zu einer neuen Identität zu verbinden. Das ist, glaube ich, das, was uns auszeichnet. Und es gibt eine schöne Anekdote aus jüngster Zeit. Ich war mal hier zu Besuch wieder im Saarland und dann hat mich ein Bürger, den ich gut kannte, angesprochen und gesagt, du sag mal, wir sind ja so stolz, du bist Minister, der Heiko Maas ist Minister, die Annegret ist jetzt Parteivorsitzende, das war auch kurz bevor sie Verteidigungsministerin wurde, aber
Seit 4 Wochen ist schon gar nichts mehr passiert. Wann wird denn der nächste Saarländer was? Saarländisches Selbstbewusstsein. Aber es war ein langer Weg. 3-mal eine deutsche Wiedervereinigung erlebt. Und erst heute mit sich und seiner Identität im Reinen. Mit einer Geschichte, die immer auch eine europäische war. Dafür steht ganz besonders die saarländische Europapolitikerin Doris Pack. Also Frau Pack, ich freue mich, hier mit Ihnen zu sitzen. Also ich bin auf Entdeckungsreise im Saarland. Und immer wieder für mich ist das erstaunlich, weil ich dachte mir, also nachdem ich hier angekommen bin, okay, ich habe kapiert, was es ist, die Grenze. Ich meine, die Grenzen sind offen. Wie sie jetzt geschlossen waren, da sind die Leute plötzlich erschrocken. Aber ich glaube, wir haben ein besonderes Gefühl. Ich weiß nicht, wir sind ein bisschen anders. Wir sind offener. Wir waren auch nie, ja, was heißt Saarländer sein? Das heißt offen sein. Wir haben so viele Grenzen. Und ich weiß, als 1992, als dieser Übergang von 91 auf 92 war, da, es war Schengen, da bin ich mit meiner damaligen Kollegin aus Ostdeutschland, die war Abgeordnete im Europäischen Parlament. Und wir waren dann in Perl in der Kirche, da hat der Bischof von Trier und der Bischof von Metz und der Bischof von Luxemburg, die haben dort eine Messe gefeiert. Und anschließend sind wir nach Appach in Frankreich an der Grenze mit Fackeln und sind dann rüber nach Schengen. Das war eine Erfahrung, die mich damals wirklich zum Weinen gebracht hat. Ich denke, in der Kirche denke ich, da sind immer die Tränen runtergelaufen. Aber können Sie sich vorstellen, was das bedeutet hat für die junge Kollegin, ich war gerade 35, aus Ostdeutschland, ja, aus Brandenburg. Ja. Die heute noch erzählt sie mir, es geht ihr und ihrem Mann, noch kriegt sie noch Gänsehaut, wenn sie daran denken, wie sie von Deutschland nach Frankreich, dann nach Luxemburg, ohne dass einer auch irgendwas gesagt hat. Das war ein Erlebnis, das hat mich auch im Nachhinein noch mehr geprägt, weil ich es an ihr erlebt habe, wie sensationell es eigentlich war. Genau. Ich meine, wenn man hier bei mir jetzt sitzt, da drüben ist Spichern. Das war die große Schlacht 1870-71, gerade über der Saar. Das heißt, wir waren hier immer ein Gebiet, in dem es immer Kämpfe gab. Und dann fragt man sich immer, warum? Spichern in Frankreich, an der Grenze zu Saarbrücken. Auch so ein besonderer Ort. Wer zum Beispiel bei den vielen deutschen Nationalfeiertagen, die es schon gab, den Überblick verloren hat und sich fragt, was eigentlich war der Erste, der wird hier fündig. Es war der sogenannte Sedan-Tag, in Erinnerung an die Schlacht von Sedan im Deutsch-Französischen Krieg, der 1870 hier bei Saarbrücken begonnen hatte. Noch Jahrzehnte nach diesem Krieg, der zur ersten Vereinigung Deutschlands geführt hatte, pilgerten die Deutschen hierher, um Relikte und Erinnerungsstücke der Schlacht von Spichern zu sammeln. Patronenhülsen, Granatsplitter, Uniformfetzen. Aus Begeisterung, weil hier, wie sie damals glaubten, der Beginn eines vereinten Deutschlands zu finden ist. Ein Deutschland, das in anderen Ländern nur Feinde sah. Aber das wissen wir heute besser. Ich glaube, das gilt für viele von uns. Das ist durch eine Entdeckung und eine Reise durch sich selbst, dass man ein Land entdeckt. Und ganz viel hat mit uns zu tun. Für die Schlachtenbummler wurde damals, so ist das hier, ein Gasthaus gebaut. Heute ein beliebter Treffpunkt. Schlachtenbummler. Da war zu Zeiten des Saarstaates das legendäre Fußballspiel der saarländischen Nationalmannschaft gegen die Deutsche. Es ging um nichts weniger als die Teilnahme an der Fußball-WM 54. Hier also soll Geschichte geschrieben werden. Und im März 2020 das Spiel des ersten FC Saarbrücken um den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals. Das ist das Saarland. Mal taucht es auf, macht große Geschichte und dann spielt es wieder in der 4. Liga. Aber immer hat es etwas Eigenes beizutragen.